Keyfinder, also um einen Schlüsselfinder. Ja, da gibt es eigentlich wirklich nichts zu lachen. Ducky ballert seine Schlüssel öfters. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Technikkanal. Schön, dass ihr eingecheckt habt. Ja, zu Weihnachten war es mal wieder soweit. Ist ja schon lange vorbei. Aber jetzt bin ich endlich mal zugekommen. Mein alter Schlüsselfinder, da habe ich die Deckel immer verloren. Das ist natürlich ungünstig, weil da waren die Batterien raus und dann lief das ganze Verlegen nichts. Und das ist halt für die Leute gemacht, die halt, so wie ich, einfach mal ihre Schlüssel wegballern, vergesslich sind und dann, wo habe ich ihn gelassen? Besonderheit an diesem Teil, das Ganze soll per Bluetooth funktionieren. Habe ich mir auch doof geguckt. Wie gesagt, war ein Geschenk. Und bin jetzt endlich im Februar dazu gekommen, dieses Ding mal in die Hand zu nehmen und das wirklich jetzt auch anzubringen. Und zu diesem kleinen Video würde ich euch gerne herzlich einladen. Mal gucken, schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Für meine beiden Schlüsselbunde, für Hausschlüssel und Autoschlüssel, damit ich wieder auf Safety bin. Ja, ich bin vergesslich und alt. Aber das soll es bringen. Und das Ganze möchte ich mit euch heute mal im Video checken. Und ich hoffe, ihr habt Lust und Bock und ich wünsche euch viel Spaß beim Keyfinder-Check. Viel Spaß beim Video. So, hier ist das ganze gute Stück schon. Na? Und wir gucken mal rein. Ah, diese Auspackerei geht mir immer auf den Zeiger. Ganz edel wieder verpackt. Hier ist eine Anleitung. Da sollen wir den App Store, den Ding runterladen. Da muss ich dann mal gleich reingucken. Wird das wieder mal alles schön fein säuberlich in Englisch. Höchstwahrscheinlich. Ich hasse es. Gerade für Menschen, die das halt nicht so unbedingt leicht finden. Hier sind die Dinger drin. Das finde ich ein bisschen mager gemacht hier mit dem Anhängen, aber okay. Na. Oh, hier ist nochmal ein Öffner. Die sind immer sehr praktisch. Und da ist Nummer 2. Und hier befindet sich noch eine Ersatzbatterie drin. Wir werden da gleich mal reingucken, wie man die Dinger öffnet und aktiviert. Das möchte ich mal gerne wissen. So, steht hier was drin. Wir sollen... Ja, open. Aber wo open? Ich werde mir das mal genau anschauen. Also, ich deute das mal an. Man soll hier hintergreifen und das mache ich jetzt nicht, weil die Dinger gehen dann dieser Laschen, das weiß ich, das ist ganz schwer wieder reinzubekommen. So, wir werden die App runterladen. Foto. Wo steht da? Foto. Okay, ich versuche das jetzt mal, mir das Ganze in Deutsch zu übersetzen. 50 Meter Outdoor, als Range Account 30 bis 15 Meter Indoor. Also 15 bis 30 Meter soll man das wiederfinden können. Gut, wir werden jetzt mal die App runterladen. Ersatzbatterie haben wir ja nun. Ist eine normalerweise 2032 verbaut, Standard 3 Volt Lithium Batterie. Na? Naja, wir werden jetzt mal gucken, ob ich die App finde. 1-2 Test. So, das ist die eFind U. Das könnt ihr hier einscannen. Dann. Die installieren wir. Und öffnen das ganze Ding. Dann, wenn es soweit ist, öffnen. Ich hoffe, die ist wirklich in Deutsch. Bei Nutzung der App müssen wir noch machen. So, plus und 3 Sekunden drücken. Er sagt Connect. Plus. Beide gefunden. Das ging ja mal richtig einfach. So, das ist der schwarze. Oder hier kommt der ist Disconnect.
Ich muss, also das ist schon mal wieder schweinisch in Englisch, ärgert mich schon wieder. So, ich habe noch mal das eine und andere probiert. Also mit dem Plus kriegen wir es ja zu. Guckt, eigentlich sollte hier unten die Karte erscheinen, tut es aber nicht, trotz Bluetooth-Verbindung. Das habe ich noch mal probiert. Und wenn man dann in die Einstellungen geht und guckt auf die Bluetooth-Verbindung, WLAN, kann ich die Geräte hier auch nicht sehen. Ich sehe zwar meine Uhr, meine Kopfhörer, aber das funktioniert nicht. Auch wenn ich jetzt noch mal Mac 303, keine Ahnung, was das auch immer ist. Na, das funktioniert wirklich nicht. Schließen wir mal, und wenn wir die App noch mal öffnen, haben wir zwar die Geräte, aber er findet die Location nicht. Das ist der Weiße. Da kann ich auch lange warten. Das Piepe geht mir natürlich auf den Sack. Das kann man dann wieder abstellen. Und das funktioniert. Genauso findet er den aber auf der Karte. Ich habe auch noch mal nachgelesen. Also das ist ein bisschen bescheuert gemacht, würde ich sagen. Na, also die Anleitung ist Schrott. Zumindest wenn man wenig. Hier steht auch in den Rezensionen auch nicht allzu viel. Naja, zumindest ist es im Gegensatz zu dem alten, wenigstens kann er den nicht mehr finden. Das ist der. Und was ich schlecht finde, ist, dass man hier, da könnten wir den canceln, da müssen wir dann drauf drücken. Sehen wir den schwarzen. Gut, ich mache den wieder fest an den Schlüssel und wir können zumindest die Schlüssel finden. Okay, immerhin was. Zur Befestigung, man soll das hier durchziehen, dazu müssen wir das jetzt mal so ein bisschen öffnen. Pralle vom Ei. Naja, schön gedacht. Schlüssel wegpacken und suchen. Es ist zumindest zu hören. Und nehmen wir nochmal den anderen, aber wie gesagt, das findet er nicht. Ich muss mir da nochmal ein bisschen Kopf drum machen. Hausschlüssel, und dass ich das hier nicht umbenennen kann. Ne? Also man hört es in der Küche noch. Und es gibt auch noch ein optisches Signal hier. Schöne Spielerei. Ich hoffe, ich finde meine Schlüssel wieder und wir kommen dann irgendwann mal zu meiner Endrezension. Na, derzeitiger Preis 30 Euro, 28 Euro ist schon heftig. Ja, da sind wir dann zurück. Ich habe dann irgendwann auch den Test abgebrochen, weil ich da keinen Sinn mehr drin sah. Ich habe es versucht, 2 Monate, und irgendwann ist mir diese App auf den Geist gegangen. Kann ich euch auch genau sagen, warum. Man macht die App auf, sucht seinen Schlüssel da irgendwie und beide sind nicht verbunden. Es kann irgendwie nicht angehen. Auch auf einer kurzen Distanz nicht. Das funktioniert nicht. Das war noch nicht das Schlimmste. Dann habe ich letztens mal wirklich meinen Hausschlüssel irgendwie verlegt. Ich bin ja noch nicht mehr der Jüngste. Und so im Eifer des Gefechts ist dann auch schon mal ein bisschen Stress angesagt. Und dann lege ich ihn eigentlich nicht dahin, wo er hingehört, beziehungsweise an den Schlüsselbund. Der ließ ihn nicht mehr verbinden. Ich habe das jetzt, ist ja mittlerweile schon, ja, Anfang des Monats habe ich ihn jetzt, im März habe ich ihn zurückgeschickt. Und das ging dann hin und her, ich konnte mich auf den Kopf stellen, Batterie wechseln, weiß der Kugel was, es hat alles nichts genützt. Und was hilft einem, wenn die Keyfinder aus der App aussteigen? Bringt einem gar nichts. Also
gesagt, getan, das Ding wieder zusammengepackt und ich habe mir jetzt zum Geburt zurückgeschickt zu Amazon. Kriegt man dann erstattet. Also das ist mal so ein Teil, was ich nicht empfehlen kann. Zu den Dingen, die wir aber ab und zu mal hier auf dem Kanal machen, Dinge, die man sich lieber nicht kaufen sollte. Na, kann ich absolut nicht empfehlen, aber ich packe euch den Link mal rein, ihr könnt euch die Dinger mal selber angucken. Wir haben den ja nun selber gekauft, beziehungsweise ich habe ihn zu Weihnachten gekriegt. Vielleicht sollte man wirklich da auch mal eine Rezession reinschreiben. Ist Mist. Also kann ich nicht empfehlen, muss man aber auch gezeigt haben. Und deswegen mache ich immer solche Videos gelegentlich, um euch vor solchen Produkten auch ein bisschen zu warnen. Ja? Das war jetzt kein Testprodukt, sondern wie gesagt selbst gekauft. Also keine Produktempfehlung. Ja? Nicht den, sondern... Da kann sich der Hersteller auch ruhig bei mir beschweren, das ist mir egal, das ist meine ehrliche Meinung und die vertrete ich auch dazu. Ja, Video ist soweit zu Ende. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn es das denn getan hat, lasst ein Abo da. Ihr könnt ihr natürlich gerne mal euch das Produkt selbst anschauen und eure eigene Meinung bilden. Ich kann es nicht empfehlen. Ihr könnt den Kanal natürlich supporten, indem ihr oder mich unterstützen und das Video unterstützen, indem ihr den Thank-You-Button mal drückt. Und vielleicht einen kleinen Obolus da lassen. Da schon mal für Danke. Und an alle Abonnenten natürlich nicht die Glocke vergessen. Und wem es gefallen hat, natürlich Abo da lassen und das Übliche. Ich kann mich an dieser Stelle nur verabschieden. Nächstes Video ist am Start. Damit die Abonnenten auch nicht die Glocke vergessen. Ne? Und ich sage bis dahin Tschüss, bye bye. Bis zum nächsten Technik-Check hier auf dem Kanal. Macht's gut und bleibt gesund.